So, jetzt dürfen wir auch schon in 2 Stunden, bei meiner aktuellen Geschwindigkeit, bisschen mehr als eine Stunde im Spiel, dann bin ich ja auch am Ziel. Vielleicht nehme ich dann nochmal einen kurzen Auftrag an, um auch mal zu zeigen, oder halt nochmal zu zeigen, wie das Automat, dieses erweiterte Ankuppeln oder erweitertes Aufsatteln, wie sich das dann schimpft, mal eindrucksvoll zu zeigen. Dass man dann halt millimetergenau unter den Aufleger drunter manövrieren muss. Ich hätte jetzt auch ein Problem, wenn ich jetzt hier auf die Bildauf- oder Bildab-Taste dann kommen würde. Dann hätte ich nämlich ein kleines Problem, dann öffnet sich im Hintergrund nämlich das Radio. Das Ingame-Radio, welches ja gibt mit mehreren Radiosendern, die ich dann halt mal so als Favoriten genommen habe, von denen einer leider nicht mehr sendet. Ah, naja. Dann muss ich dann erstmal wirklich eine Vollbremsung hinlegen, das schnellstmöglich schließen, nicht dass dann irgendwelche GEMA-geschützte Musik dann im Hintergrund läuft und die mir dann das Video deswegen sperren. Das wäre dann wirklich überhaupt nicht das Optimum. Ich habe ja halt mein eigenes Musikrepertoire. Scheint für einen dieselbe Spedition unterwegs zu sein. Das hatten wir uns auch irgendwann mal überlegt gehabt, mal eine sozusagen eine eigene Spedition aufzumachen. So, aber jetzt sind wir erstmal in der Slowakei. Und das auch noch auf einer Straße, die ich auch noch nicht gefahren bin. Ich glaube, da unten geht gerade irgendwo in die Tür. Aber es wollte doch nichts mit der mit der zweiten Fuhre. Aber es sind ja wirklich nur 40 Kilometer. Da berechnet mir immer für eine Fahrtstrecke. Die Ankunftszeit wird immer daraus berechnet, dass man eine durchgängige Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde fährt. Ich fahre fast doppelt so schnell, daher eine Fahrzeitverkürzung fast die Hälfte. So einfach ist es halt. Und jetzt kann man auch mal ausrechnen, wenn man sich mal die letzten Parts so anschaut. Also die von dieser aktuell laufenden Session. Das dann halt kann man ja mal ausrechnen bei den Blitzern, die ja immer zu sehen waren, bei denen ich mit einer überhöhten Geschwindigkeit vorbeigefahren bin, kann man da mal zählen, mit 550 mal multiplizieren. Oh Gott, ich habe den im letzten Part habe ich gesagt, dass Probleme mit der Bildwiederholrate sich wohl eingekriegt haben. Nö, jetzt sind sie wieder da. Da dachte ich, da wären sie weg. Nö, komm ich in die Nähe von der Stadt, schon sind sie wieder da. Das liefere ich einfach nur noch ab und dann ist gut für heute.
Habe ich hier eigentlich schon die Garage in Bratislava? Ich glaube, ich habe wieder 10 Bilder pro Sekunde oder so. Ah, hier sind auch viele. 15 Spieler. Ist ja auch wieder perfekt. Moment. Das ist 0. Ne, ich glaube, die habe ich mir schon gekauft. Schon fast wie in Amsterdam. So, und hier vorne ist dann auch endlich die Firma. Endlich am Ziel. Endlich in der neuen Collision Zone. Dass ich das auf die Strecke sogar mit relativ wenig Schaden geschafft habe, wundert mich gerade noch ein bisschen. So, wenn man jetzt mal hier auf Ursel darauf achtet, dass hier mal, kann ich irgendwie ranzoomen? So, wenn ich jetzt abkuppel, dann müsste man auch eine entsprechende Animation sehen. Danke, blöde Kamera. Und da ist dann halt zu sehen, dass dann halt eine Kurbel daran zu sehen ist. Sowohl beim Aufsatteln als auch beim Absatteln. Jetzt möchte ich wirklich mal sehen. Okay, zweimal rechts, zweimal links. Und ich bin in der Werkstatt. Und ich habe tatsächlich hier die Garage schon gekauft. Spart mir das erstmal wieder Geld. So, und du wartest hier mal schön, ja? So, und jetzt soll ich einfach bloß noch mein LKW reparieren und dann ist, dann nach der Reparatur stelle ich den einfach ab und dann ist erstmal Schluss für diese Aufnahmesession. Wartung 3500 kostet mich das, aber jetzt geht es erstmal zurück auf die Parkfläche. Schade, dass ich hier nicht in neutral schalten kann. Nein! Möchten Sie die Einrastfunktion aktivieren? Nein, möchte ich nicht. Fünfmal drücken der Umschalttaste empfiehlt sich nicht. So, und halt, mit diesem kleinen Fehler meinerseits verabschiede ich mich erstmal, bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Aufnahmesession.